Der mag das richtig, ja. Komm! Was Geiles! Fuck! Oh, der Scout 800, ey. Ich hab mich so gefreut, ey. Ah! Ah. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner, Folge 38. Hier war alles so stehen geblieben, hier geht's auch direkt weiter. Deswegen weiterhin herzlichen Spaß beim Let's Play. Wir haben in der letzten Folge noch das Upgrade geholt und machen uns jetzt auf den Weg zum zweiten, was gar nicht so weit weg ist. Für mehr wird unser Sprit dann auch leider... Nein. Ist das dein fucking Ernst, du Stück Scheiße? Das gibt es nicht. Echt belastend. Echt belastend hier. Egal. Mann, ich sag's noch extra in der letzten Folge, wie scheiße das ist, wenn wir hier umkippen. Es ist nicht ganz so schlimm, weil, also wir haben jetzt in der letzten Folge leider nur das hier gefunden. Ey, so geil. Weil wir können das ja auch wieder mit einer Klappe hier fahren. Das ist ja auch relativ reichen alles. Ah, oh, ärgerlich, ey. Ich ärgere mich gerade wirklich. Einfach so scheiße. So, wir werden jetzt erstmal dann hier einen Umweg fahren. Zu dem Kram und zurück. Dann. Da. Ist schon eine Menge. Gucken wir mal, ob wir es schaffen. Wird in dieser Folge wahrscheinlich auch wieder dunkel bis zum Ende. Ah, das mit dem Umkippen, das nervt mich jetzt schon so. Wir hätten das locker holen können, dann das dritte und dann... Da. Mann. Wäre so schön gewesen. Sagen wir es mal so. Aber nein, SnowRunner kommt und frustriert einfach. Ja, es ist jetzt nicht so fatal. Also das ist jetzt auch nur so ein paar Minuten, die wir da jetzt dadurch verlieren. Das ist jetzt auch nicht so weit schlimm. Schlimm war es vor ein paar Folgen, als wir diese Ladung da transportieren wollten, ewig dafür gebraucht haben und dann am Ende in diesem Wasser da verschissen haben. Sowas ist eigentlich frustrierend. Das hier geht eigentlich vergleichsweise noch. Daher alles im grünen Bereich, Freunde. Ach, komm, war. Ein bisschen von der Schiene gelenkt, ist auch geil. So, da sind wir auch schon wieder beim Damm und dann ist es ja so. Wunderbar, hier schön mit Top Speed. So. Also dann verkrampft sich hier auch wieder alles, ey. Au, boah, Gummibumper. 270, Alter. Oh, okay. Nein, Lenk. Da. Kann ich schon mal Licht anmachen. Und 90s. Jetzt müssen wir die Brücke natürlich auch wieder wunderschön umfahren. Weil das ja so nicht geht. Und er kippt um. Alles klar. Richtest du dich wohl wieder auf, du Stück Scheiße, Alter? Ey, das ist doch so lächerlich einfach nur.
Es ist doch einfach nur so lächerlich, ey. Womit habe ich das verdient? Oh, langsam bin ich echt triggert, ne? Ich bin so echt triggert hier. Und wieder sind 5 Minuten rausgeworfen. Aber ganz ehrlich, ich lerne auch nicht dazu und ich will es auch gar nicht, weil ich fahre schnell, dass das klar ist. Hängst du mal auf die Straße? Oh. Belastend, ey. Ohne Last. Einfach eine Last. Boah. Ist schon an. Ich bin komplett gut drauf, Freunde. Ich bin einfach gut drauf. Freue mich wieder SnowRunner zu spielen, ey. Wieder dunkel hier, ey. Solange er sich nicht seitlich stellt, ist alles gut, ne? Aber es ist einfach... Hast du gar nochmal Schwein gehabt, du Stück, du Dreckiger. Alter. Sache, letztes Mal fuhr er hier so ruhig. Liegt doch safe in der Ego-Perspektive, Alter. Hier kann man einfach viel besser direkt gegenlenken. Das ist das Schöne. ...24 Damage, Alter. Wow. Oh, ich sehe es auch nicht ein, hier langsam zu fahren, so, weißt du, ich meine? Jetzt vielleicht ein bisschen zeitiger bremsen, so, ne? Aber viel mehr nicht. Da. Ist wieder langsam dunkel, ich freue mich tierisch. Hier sind wir auch schon letztes Mal gefahren. Machen wir nochmal. Ich brauche nicht mal den Lastgang mit der... Also, das ist... Aber diese Aufgabe hier, die können wir eigentlich relativ schnell machen auch mit der Brücke. Wir müssen nur gucken, wo wir die Materialien herkriegen. Aber soweit ich mich erinnere, war doch hier neben der Werkstatt. Wie ist das? Das Logistikzentrum. Eben. Mann, dieses lange Sitzen hier ist nicht gut für den Nacken. Auf jeden Fall. Ich muss jetzt hier links rein, ja. Schaffen wir halt nicht mal mehr das, diese Folge. Ich wollte nächste Folge eigentlich schon weg aus diesem Gebiet. Aber nein, natürlich nicht. Nach rechts. Vielleicht doch mal ein bisschen mehr aufpassen. Okay, das ist dieselbe Straße. Wir sind schon auf der richtigen Straße. Da ist halt nur sehr, sehr viel Wasser, was prinzipiell wahrscheinlich auch gar kein Problem mehr sein wird für den Truck, aber... Naja. Das nächste ist schon direkt das Upgrade tatsächlich. Das ist nicht weit weg. Wir bleiben so weit es geht auf der Straße. Auch anfängt zu verschlechtern. Der Ende. Na, Sumpf. Jetzt ist die Straße doch gar nicht so verkehrt. Das ist ja auch hier direkt dran. Dann aktuell
kein Thema. 70 Meter machen wir doch hier mit links, ey. Ah, schauen wir mal, easy. Ah. Guck mal. Der mag das richtig, ja. Komm! Was Geiles! Fuck! Oh, der Scout 800, ey. Ich hab mich so gefreut, ey. Ah. Ah. Lager ist auch nicht seins. Acht Liter ist auf jeden Fall eine Menge. So. Ab geht's zum nächsten Upgrade-Standort, den wir eigentlich schon längst hätten jetzt haben sollen. Dann statt erst da und dann hier zu fahren, sind wir jetzt halt erst hier und dann da gefahren. Das Umkippen hat uns nochmal ein bisschen verzögert, leider. Ne, Moment. Genau, wir müssen jetzt hier uns halten. Ah, Benzin ist noch easy drin. Schaffen wir es ja doch sogar noch nächste Folge wahrscheinlich hier raus. Oh. Ganz ruhig. Ich glaube, es fehlt uns sogar auch noch ein Upgrade. Auf der ersten Karte kann das sein, weil wir das bisher noch nie erreicht haben. Wir haben so eine arme Strecken hier. Ah, so. Hat gut getan auf jeden Fall. Gehen nach rechts. Zerrt natürlich alles. So, solange hier eine dieselbe Position haben. Auch nicht so geil. Bewegung ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Aber zocken muss sein, Freunde. Zocken muss sein. Ich liebe es einfach. Es macht einfach unnormal viel Spaß, gerade wenn ich hier das auch noch für euch nebenbei produzieren kann, beim Zocken. Ja? Ich rede gerne beim Spielen, ich kommentiere gerne, was ich mache, wo ich reinkacke, bis zum geht nicht mehr. Und trifft sich ja, ja, genau, wir sind zu da wieder. Ja, jetzt sieht es sehr gut aus. Deine sehen sehr schlecht aus. Ich bin jetzt ungern nochmal hier verlieren in diesem Gebiet. Das ist schon nichts für Schwache, ne? Als ich mal versehentlich auf Vollgas komme, dass ich auch nicht schneller als so fahre. Okay, das ist aber gut gemacht. So. Ich war ja schon auf dieser Straße. Schön. Wir sind gleich da. Gerade. Ich bin neben der Straße. So, das hier soll die Straße sein. Ist gerade nicht so viel besser, glaube ich. Aber das ist der Punkt und danach kommt das Upgrade. Komm, es muss doch mal jetzt eine gute Sache für uns langsam mal dabei sein. Da steht der Kunde Michigan. Ich mach das. Krieg nur Scheiße. Ich würde die anderen Autos aber vielleicht auch nochmal entdecken dann hier. Bevor wir die Karte verlassen, würde ich das vielleicht auch nochmal machen, weil... Das ist Geld für einen richtig guten Film. Dann sparen wir so lange für einen geilen Truck und dann finden wir am besten einen noch irgendwo auf der Karte, der noch besser ist. Ne?
Aber egal, ich will ihn halt unbedingt jetzt demnächst haben. War das? Nein. Du Wichser. Du Wichser, Alter. Es war so ein... Ich könnte gerade... Geil. Toll, Interessant, dass er sich selber reparieren kann, aber ich rede richtig drehen. Nicht. Ah, oh, es kann doch echt nicht wahr sein, ey. Es kann einfach. Es kann einfach nicht wahr sein. Dann machen wir halt alle einzeln. Weil er einem ja so wenig gönnt, Alter. Das gibt's echt nicht. Es gibt. Dass man so ein Pech einfach. Glaub ich einfach nicht. Ja, es ist der gleiche Weg, ne? Mittlerweile kenne ich Rudi schon auswendig. Warum bin ich immer so gierig, Alter? Ich sag noch, machen wir das? Ja, komm, lass mal machen. Gut, dass ich mich entschieden habe, auf der Karte noch zu bleiben, wegen den Fahrzeugen. Habe ich jetzt keinen Grund, mich zu ärgern, die Map nicht verlassen zu können, weil wir hier eh noch bleiben wollten. Es ist trotzdem ärgerlich. Ich würde lügen, wenn ich sage, es juckt mich jetzt hier nicht, aber... Ja, es ist schon belastend, ne? Gerade so kurz davor. Ne? Das sind so diese Frustmomente, die ich meine. Hier geht's noch, weil in ein paar Minuten ist man ja auch wieder da. Ist ja keine Mission, die jetzt dadurch irgendwie flöten geht oder so, aber es nervt. Das muss ich wirklich so ehrlich sagen. Ich will das doch gar nicht rumflamen und so, es ist ja immer noch meine eigene Schuld, jedes einzelne Mal, das weiß ich selbst. Dankeschön. Macht auf jeden Fall Sinn, dass ich da gerade Schaden bekommen habe. Nicht. So. Der Allradantrieb, dass der überhaupt hier sich, dass der hier überhaupt ausbricht, das ist schon. So, wird diese Folge wirklich nicht mehr mit dem Upgrade. Aber in der nächsten dann. Auf jeden Fall. Hörst du, Spiel? Mach keine Faxen. Weißt du, ich mach mich, ich schlänge mich da durch die Berge durch, abhänge an Steinen vorbei und dann ein winziges Ding fahre ich runter. Wird ja schon nicht passieren und das haut mich dann raus. Echt jetzt? Ja, gibt da schon wieder um jetzt. Ha. Gut, also das, naja. Fahren wir hier noch rüber über dieses Kackding und dann. Das schafft er auch hier. Wollte ich nicht da hinten hinfahren, er macht das ja auch hier. Ja, komm, guck mal. So. Klar ist hier. Gibt's doch hier nicht. Das kann doch nicht angehen hier. Wir zumindest den Umweg nicht mehr fahren. Auch eine Last weniger, aber die Strecke müssen wir ja trotzdem jetzt nochmal fahren. Diesmal bleiben wir vielleicht doch lieber auf der Straße. Die Sicherheit ist dann vielleicht dann doch nochmal drinne. Freunde, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuschauen. In der nächsten Folge werden wir dann bitte diese Scheiße erreichen. Das war hier hoch, ne?
Kacke Straße. Hier. So, hier machen wir nächste Folge weiter. Ja, hoffentlich schaffen wir es dann. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.